Der britische Rapper Stormzy und der Crystal Palace-Stürmer Wilfried Zaha werden Miteigentümer des Amateurfußballvereins AFC Croydon. Die beiden gehören zu einem dreiköpfigen Konsortium, das sich auf den Kauf der Vermögenswerte des Südlondoner Vereins geeinigt hat, der in der Combined Counties Football League Premier South Division, der 9. englischen Fußballliga, spielt. Fußballvereine waren schon immer ein lukratives und florierendes Geschäft, haben aber in letzter Zeit die Aufmerksamkeit und das Investitionsinteresse auch von Prominenten auf sich gezogen. So sind die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Bob McElhenney stolze Besitzer des Vereins Wrexham AFC. Seit dem Abschluss des Vertrages im Jahr 2021 konnte der Club seine Einnahmen aus Fanartikeln, Medienrechten und Sponsoring steigern. Vorreiter für den Trend war Basketballstar LeBron James, der mehr als 10 Jahre lang eine Minderheitsbeteiligung am FC Liverpool besaß.